Ja, hallo YouTube, Aaron am Start, heute mit einem neuen Video, und zwar heute zocken wir den Landwirtschaftssimulator 17. Ja, ich habe auch schon Mods hinzugefügt, vielleicht habt ihr es vorher kurz gesehen. Und wir werden heute ein paar dreschen. So. Und natürlich werden wir Rüber. Ja, heute werden wir vor allem werben mit Getreide wirtschaften, so Landwirtschaften. Ich habe mir noch nicht so viel gekauft. Wir sind wieder in der Bus-Gefahr. Ja, also der Landwirtschaftssimulator 17 finde ich cool auf meinem Gaming-PC, weil ich habe schon lange darauf gewartet auf meinem Gaming-PC, auf das Cam-Studio, und freut mich heute, dass ich Cam aufnehmen kann. Bitte lasst ein Like da, wenn ihr das Video toll findet und sagt, was ich verbessern soll. Wenn etwas nicht stimmt oder wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr unbedingt gerne in die Kommentare schreiben. Hey Aaron, sagst du mal, oder sagst du mal Call of Duty, oder lädst du dir für den Landwirtschaftssimulator, zum Beispiel die neue Holland. Ich sage jetzt nur ein Beispiel. 260 Kilometer gibt es jetzt noch nicht mit der Beta, bei den Mods. Solche Sachen könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Und vielleicht, wenn ich weiß noch nicht, wie man Livestreams macht, ich werde sicher, wenn ich es weiß, einen Livestream machen. Wir haben jetzt haben wir 7. Warte, ich schaue mal schnell, wie weit das unser Mähdrescher ist. Hier, der ist voll. Wir müssen irgendwo in so ein. Wo ist da der Kipper? Ah, da. So. So, ich würde mal sagen, wir verkaufen das Getreide direkt. Also wir laden es jetzt noch nicht beim Lager ab. Ja, so, ich überlege mir, jetzt sollten wir das Getreide wirklich verkaufen. Nein, ich würde sagen nein, weil das bringt nichts. Sonst verkaufen wir Getreide schon wieder Geld weg. Ich würde mal das Getreide zu einem Getreidelager abkippen. Also kippen. Das Gott abladen und also abladen, ja. Und dann wir fertig. Wenn wir Rest haben, dann kaufen wir das Getreide.
also allerdings den Heizer. Ich überlege mir, was wir kaufen. Ich würde mal sagen, wir kaufen als nächstes auch mal Tiere. Vor allem würde ich mal sagen Schweine, weil ich finde es cool, dass es neu ist, dass man am Anfang beim LS17, also dass man ohne Mods Schweine haben kann. Aber wenn man sie herunterladen kann, dann ist das auch nicht schlecht. Aber ja. Also Giant Software Fabrik macht das wirklich. Die macht das wirklich super mit den Landwirtschaft Games. Und ja. Also ich spiele noch andere Games, was ich eigentlich noch nicht hochgeladen habe. Also FIFA habe ich hochgeladen, ein Video. GTA 5 habe ich noch nicht hochgeladen. Aber das Problem ist eben, ich habe Call of Duty, wenn jetzt jemand in die Kommentare schreibt, spielst du mal Call of Duty, ich spiele es eben auf PS3, ja. Aber dann müsste ich schauen, dass ich mit der Kamera aufnehme, also irgendwie stimmt etwas mit meiner Kamera nicht. Dann wollte ich jetzt gerade sagen, Call of Duty wäre wahrscheinlich nicht möglich, außer ich würde es auf PC runterladen, aber ich bin noch ein Neuling, ich muss noch alles anschauen, also alles ein bisschen lernen, ja, mit den Gamer-PC sowieso, weil ich bin kein Gamer-PC-Fachmann. Maschine da, tun wir mal den Helfer rein. Wir sehen eben nochmal ein Feld. Also ich würde sagen, wenn wir da ja, also der Gaming-PC war mein Weihnachtsgeschenk. Also bis jetzt ist das halt nicht gut. Der neueste Gamer-PC, wo jetzt von der, habe ich ganz frisch von Fabrik bekommen. Und ja. Also, wenn die Sämaschine da, wo wir jetzt den Helfer reingetan haben, auch fertig ist, dann kaufen wir Getreide, aber ich weiß noch nicht, was in dieser Folge ist. Warte, gehen mal zum Shop. Wir überlegen uns, was wir kaufen wollen. Also, also die Dings, die Tiere, also. Wir schauen jetzt mal. Also. Nein, zu der Kategorie von den. Ah, da, genau. Also. 24 Euro kostet dieser Vieh-Anhänger und mit den Tieren auch ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das die Tiere kosten. Also, der kann man auch für alle Tiere brauchen. Der ist, also, wenn wir dann einmal
mehr Geld haben, dann kauf und einen LKW, dann kaufen wir uns diesen Anhänger. Oder wir könnten vielleicht auch einen Dolly kaufen, aber ich würde mal sagen, ein LKW. Ja, das machen wir dann. Das machen wir dann später mal, dass wir dann wegdrücken. Das letzte Mal, also einmal war ein Fremder bei mir und er hat keine Ahnung mehr. Manchmal gibt es aber Multiplayer, so fremde Leute, wenn ich in fremde Server so reingehe, immer so blöde Köpfe, wo mich wieder beleidigen werden. Und wenn ich zum Beispiel gar nichts gemacht habe, ich schreibe einfach, was soll ich tun? Also Arbeit und Mann, dann hat einer mal gesagt, gib dein Maus. Das nächste werde ich mir Teamspeak runterladen, wenn dann eigentlich so frech ist. Dann gehe ich entweder von dem Server, wenn er nicht mehr gehört, wenn es mein Server ist, würde ich ihn warten. Weil ich will einfach diese Leute, die so frech sind auf dem Server, die müssen einfach noch Anstand lernen. Die müssen in eine Therapie gehen, dass sie ein bisschen anständig reden und nicht einfach ohne einen Blick so ausflippen. Das finde ich nicht so gut. Ja. Aber das ist normal. Es gibt überall jemanden. Überall Leute, die manchmal ein bisschen durch den Knall sind. Das ist einfach so. Auch bei anderen Spielen, nicht nur bei Landwirtschaftsspielen. Also vielen Dank allen Zuschauern, dass ich 20 Abonnenten habe. Sie mich alle abonniert haben. Vielen Dank dafür. Wenn jemand von euch auch einen YouTube-Kanal hat, dann schreibt es in die Kommentare. Ich abonniere euch auch. Wenn jetzt dieser Mähdrescher voll ist, dann gehen. Also wenn wir jetzt da. Wenn der Pipa voll ist, dann wenden wir die Folge. Ja, bin ich wieder nicht ganz rangefahren, also in richtig würde ich das nicht machen, wenn ich Bauer wäre. Weil dann würde ja die Hälfte rausgehen und die Hälfte rein. Das ist das ja. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss. Ich muss hier noch schnell das Ding abschalten. So. So.
Vielen Dank und auf Wiedersehen.